Willkommen bei AI Tipps und Tricks. Ihr wollt euer Vivo V21 zurücksetzen und löschen, zum Beispiel, weil ihr es verkaufen möchtet oder verschenken möchtet. Wie das genau funktioniert, das zeigt euch Sören in diesem Video. Viel Spaß! Ja, hallo, ich bin Sören und zeige euch jetzt am Vivo V21, wie ihr das Gerät zurücksetzen könnt, also auf Werkseinstellungen bringen bzw. einen kompletten Reset durchführt. Das kann natürlich dann hilfreich sein, wenn ihr euer Gerät abgeben wollt, dass ihr einmal komplett aufräumt und alles wieder auf Null setzt, dass der Nächste, der euer Gerät in die Finger bekommt, keine Daten von euch vorfindet. Das Wichtigste dabei ist, dass ihr euer Konto löscht, mit dem ihr hier angemeldet seid, also euer Google-Konto. Da gehen wir jetzt als Erstes einmal hin. Im Bereich der Einstellungen finden wir hier ganz unten den Bereich Konten. Und da haben wir unser Konto. Das wollen wir jetzt einmal löschen. Bei euch steht dann natürlich euer Konto. Wir klicken einmal drauf und sagen Konto entfernen. Dann werden wir noch einmal gewarnt. Durch das Entfernen dieses Kontos werden alle zugehörigen Nachrichten, Kontakte und anderen Daten vom Telefon gelöscht. Darf passieren, also Konto entfernen. So, jetzt sehen wir, Konto wurde entfernt. Und wir gehen einmal zurück in den Bereich Einstellungen und haben hier ganz unten System. Wir klicken einmal hier drauf und sehen jetzt hier den Bereich Optionen zum Zurücksetzen. Das ist das, was wir wollen. Wir haben hier vier verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Man kann zum Beispiel nur alle Daten zum WLAN, mobilen Daten, Bluetooth und so weiter zurücksetzen. Man kann auch separat die App-Einstellungen zurücksetzen. Des Weiteren kann man alle Einstellungen wiederherstellen. Oder den letzten Punkt auswählen, und das ist das, was wir jetzt machen, nämlich alle Daten löschen. Wir wollen das Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Also einmal auswählen. Dann werden wir hier drüber informiert, was genau passiert. Alle Daten werden gelöscht. Ja, hier wird auch unser Google-Konto gelöscht. Sicherer ist mir die Geschichte, dass man das vorher separat einmal macht, dass man auch sieht, dass es weg ist. Ist im Prinzip wahrscheinlich das Gleiche, wenn man es so laufen lässt. Also wir sagen, alle Daten löschen. Noch eine Warnung, alle deine personenbezogenen Daten und heruntergeladenen Apps werden gelöscht. Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden. Wunderbar, wollen wir so, alle Daten löschen. Und jetzt fährt das Gerät einmal runter, bevor es gleich automatisch wieder hochfährt. Und da sehen wir uns wieder, das dauert ein paar Minuten. So, das Gerät ist jetzt einmal neu hochgefahren und wir müssen hier unsere SIM-PIN eingeben. Und dann schalten wir das Ganze frei und sind jetzt hier an der Stelle, wo wir das Gerät praktisch bei der Ersteinrichtung vorgefunden haben, nämlich ganz am Anfang bei Status 0. Keine Daten auf dem Telefon und wir müssten es jetzt, beziehungsweise derjenige, der das Gerät nach euch bekommt, komplett erst einrichten und kann es auf sich und seine Bedürfnisse konfigurieren. So könnte man das Gerät jetzt ausschalten, natürlich noch SIM-Karte und in unserem Fall haben wir auch eine SD-Karte eingelegt, die entfernen. Das Ganze kann man auch vorm Zurücksetzen schon machen, nur daran denken, jetzt, wie in unserem Fall, ist es zurückgesetzt, nicht jetzt einpacken und verschenken, denn dann ist SIM-Karte und SD-Karte mit weg. Also, die unbedingt noch entfernen und das war es dann zum Thema Zurücksetzen bzw. Reset vom Vivo V21. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen und ihr wisst jetzt, wie ihr euer Gerät zurücksetzt, wenn ihr es abgeben wollt. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen da. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.